Heute zeige ich dir 5 Plugins, die deinen Mix wirklich nach vorne bringen können. Und das Beste daran ist, sie sind kostenlos. Wenn du neu hier bist, ich bin Martin und auf diesem Kanal geht es um Mixing, Songwriting und Musikproduktion. Wenn dich das interessiert, dann drück auf jeden Fall jetzt den Abonnieren-Button, hau die Glocke rein und du verpasst kein Video mehr. Wir starten jetzt. Das erste kostenlose Plugin, das ich dir zeigen möchte, ist der Vocal Doubler von Isotope. Das ist ein sehr einfach aufgebautes Plugin, aber es funktioniert wirklich super. Und du kannst hier Vocal Doubling Effekte sehr subtil und sehr warm erzeugen. Du kannst dir das Plugin in den Kanal zugladen. Ich mache es aber immer lieber, indem ich mir hier auf einen Aux anlege und dann anteilig das Originalsignal dahin sende. Du steuerst das Plugin über diesen kleinen Pin hier. Du kannst also hier die Intensität des Vocal Doublings steuern. Und wenn du hier den Pin nach rechts unten fährst, dann bekommen die vermeintlichen Doublings menschliche Variationen, dass nicht alle zugleich klingen. Das probieren wir jetzt zunächst mal auf die solo geschalteten Vocals. Ich habe es noch aus und dann schalte ich es zu. They say revenge is sweet. Jetzt an. But I know that's not me. So I'll just write this song and let you sing along. La 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 la, la 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 la. Let you sing along. La 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 la, la 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 la. Also es ist sehr subtil und sehr unauffällig, aber trotzdem, wenn ich es dann ausschalte, das Plugin, dann hörst du sofort den Unterschied. Wir hören es nochmal ganz kurz im Gesamtmix an. Ich finde es wirklich fantastisch, den Effekt. Ich schalte mal auch die Effekte dazu, wie Hall und Delay und so weiter. Und dann hören wir uns die Sache nochmal im Gesamtmix an. Jetzt ist aus. Also du hörst sehr deutlich, wenn ich das Plugin ausschalte, dass der Effekt fehlt. Aber du hörst nicht unbedingt, wenn das Plugin an ist, dass ein Doubling-Effekt drauf ist. Also hier ganz klare, nicht Kaufempfehlung, sondern Hohlempfehlung für dieses Plugin. Wirklich ein gigantisch guter, kostenloser Vocal-Doubler. Das zweite Plugin, das ich dir vorstellen möchte, ist von der Firma Klanghelm und heißt IVGI. Das ist ein Saturation-Plugin, mit dem du deinem Mix so einen letzten Final Touch verpassen kannst. Und es ist im Mixbus zu Hause. Du hast hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Zunächst mal der Drive, das heißt, wie stark du die Saturation reinfahren möchtest in den Mix. Dann kannst du hier unter diesem Drehregler entscheiden, ob du eher ein stärker komprimiertes Signal möchtest. Dann kannst du hier über den zweiten Drehregler festlegen, ob du eher eine symmetrische Saturation mit stark komprimierendem Charakter oder eher eine asymmetrische Saturation mit eher transparentem Charakter haben möchtest, und hier hast du so eine Art Frequency Response. Das heißt, auf welche Frequenzen soll die Saturation reagieren? Eher auf die tieferen oder eher auf die höheren? Wir probieren es jetzt gleich mal auf den Komplettmix aus. Ich habe es hier in den Mixbus geladen. Ich versuche erst ein bisschen den Eingangspegel anzupassen. Dann fahren wir die Saturation rein. Wenn ich das zu stark mache, wird es dann verzerren, dann muss ich wieder zurück und dann kann ich entscheiden, möchte ich eher stark komprimierenden Charakter oder möchte ich es eher transparenter, möchte ich eher die tiefen Frequenzen beeinflussen oder eher die hohen. Also legen wir mal los. So ist es aus. An. Eingangspegel. Los geht's. Zu viel jetzt. Eher stärkere Kompression. Eher transparenter. Jetzt beeinflusse ich eher die tieferen Frequenzen mit der Saturation. Ein
jetzt eher eine Anhebung in den Höhen, beziehungsweise die Saturation reagiert auf höhere Frequenzen. Plug-in aus. Plug-in an. Also es ist auch hier sehr subtil und vielleicht nicht ganz so gut wie Greg Wells Mixcentric jetzt zum Beispiel. Aber du kannst doch deinem Mix hier auch mit diesem kostenlosen Plugin so ein bisschen angenehme Saturation hinzufügen. Wir kommen zum dritten kostenlosen Plugin und das ist Vinyl wiederum von Isotope. Mit diesem Plugin kannst du deine Aufnahmen altern lassen oder ihnen einen gewissen Vinyl-Touch verleihen. Du hast hier zum einen die Möglichkeit, deinen Aufnahmen mechanische oder elektrische Geräusche hinzuzufügen, was sie dann ein bisschen alter erscheinen werden lässt oder wie gesagt diesen Vinyl-Touch gibt. Wir probieren das gerade mal. Ich fahre mal hier dieses Mechanical Noise hier hoch. Kann man auch sehr laut machen oder eben elektrisches. Das ist mal das eine. Das andere, was sehr lustig ist, ist, du kannst deine Aufnahmen über diesen Button hier altern lassen. Also machen wir jetzt mal hier das Jahr 2000. Du kannst runtergehen bis 1930. Gehen wir mal durch die verschiedenen Dekaden jetzt mit dieser Aufnahme. Ich fange mal beim Jahr 2000 an. Also sehr lustig, sehr cool. Find ich echt cool, diesen Button hier. Also ist keine schlechte Sache. Du kannst deine Aufnahmen so also altern lassen. Was du auch noch machen kannst, ist das manuell zu machen. Das ist hier über diesen Wear-Button. Wenn ich also jetzt hier nochmal laufen lasse, dann kannst du das mit diesem Button, mit diesem Schieberegler hier manuell machen. Also eher manuell steuern. Dann gibt es hier Dust. Das ist so ein bisschen auch so ein Crackling mehr, dass du hier reinfahren kannst. Und dann musst du hier den Amount-Button hochdrehen, um überhaupt was zu hören. Wir haben also Dust und Scratch. Die probiere ich auch mal ein bisschen reinzufahren. Das sind mehr oder weniger so Störgeräusche, wie man sie eher oder Crackling-Geräusche, wie man sie auf alten Aufnahmen hört. Was in die Richtung. Da musst du ein bisschen rumspielen, damit dass du den genauen Anteil hier auch bekommst, damit es nicht nur knackst. Und was jetzt auch wirklich cool ist, ist hier diese Warp Depth. Hier kannst du deinen Track leicht detunen oder du kannst einen Spin-Down machen, also praktisch einen Tape-Slowdown-Effekt. Probieren wir auch nochmal. Echt cool. Also so ist es normal. Nochmal reinfahren. Sehr cooles Plugin. Und wie gesagt, umsonst. Also mit Vinyl kannst du diesen Vinyl-Touch deinen Aufnahmen hinzufügen oder kannst sie so klingen lassen, wie wenn sie aus einem älteren Genre sind, aus den 80ern, aus den 30ern, aus den 60ern, wie du auch immer möchtest und kannst auch einige abgedrehte Effekte mit ihnen erzielen. Also auf jeden Fall auch hier klare Empfehlung, hol dir das Teil, macht auf jeden Fall Spaß, damit rum zu experimentieren. Wenn es dir bis hierher gefallen hat, dann schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, welches Plugin dir bisher am besten gefallen hat und wir machen weiter mit Plugin Nummer 4. Und das ist Bittersweet von der Firma Flux. Bittersweet ist ein kostenloser Transient Designer, was schon mal gut ist, weil Transient Designer oder gute Transient Designer sind oftmals nicht ganz so billig. Deswegen, warum nicht einfach mal die kostenlosen ausprobieren? Das Plugin ist auch wieder sehr simpel. Wenn du hier auf Bitter gehst, dann hast du eine stärkere Transienten-Hervorhebung und auf Sweet dann genau das Gegenteil. Das heißt, du kannst in die Richtung dann den Punch rausnehmen. Wir probieren es mal auf diesen Drum Loop jetzt. Erstmal die Transienten rein.
Funktioniert gut. Wieder raus. Eine komische Steuerung. Funktioniert also hier auf dem Drum Loop schon mal richtig gut, aber was mich an diesem Plugin fasziniert hat, es lässt sich auch ganz gut auf Synthes und Pianospuren einsetzen. Da reagiert es ganz gut. Ich gehe mal hier in den Stereo Mode und dann probieren wir es mal aus. Funktioniert ganz gut hier auf die Pianospur, also der oder Synthesizer-Spur besser gesagt. Also die Anschlagsgeräusche kannst du hier auch vorholen oder das Signal ein klein bisschen dumpfer machen. Für einen kostenlosen Transient-Designer ist das hier auf jeden Fall brauchbar, würde ich sagen. Okay, das letzte und kleinste Plugin, das ich dir vorstellen möchte, kommt von der Hofer und heißt Project Time. Project Time ist ein Teil einer sechsteiligen Plugin-Serie von der Hofer, die komplett kostenlos ist. Das kannst du dir runterladen, da ist glaube ich sogar ein Goniometer dabei, ein kleiner Equalizer und noch ein paar andere nützliche Dinge. Habe ich unten verlinkt und davon ist dieses For You Project Time hier Teil davon. Und dieses Plugin ist richtig cool, gerade für Anfänger, denn hiermit kannst du messen, wie lange du brauchst, um einen Song tatsächlich abzumischen. Wenn du es einmal geöffnet hast, siehst du, hier fängt die Zeit an zu laufen. Und wenn du dein Projekt dann schließt, stoppt es automatisch. Das heißt, du weißt immer ganz genau, wie lange brauche ich tatsächlich, um einen Song abzumischen. Schaltet sich, wie gesagt, direkt aus und hilft dir, effektiver zu werden beim Mischen. Wenn du dich dafür interessierst, wie du schneller oder effektiver abmischen kannst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch mein kostenloses E-Book Speed Mixing. Das kannst du dir hier runterladen. Ansonsten hoffe ich, dir hat es gefallen. Du gibst mir vielleicht einen Daumen nach oben, schreibst mir was Nettes in die Kommentare oder lässt mir ein Abo da und wir sehen uns dann schon bald beim nächsten Video. Bis dann!